Ja, hallo, heute wollte ich mal ein bisschen was zum Thema Strom am Anfang erklären, beziehungsweise in Portugal macht es natürlich Sinn, auf Solar zu gehen. Und gerade wir hier, wo wir off-grid sind und ja auch von Anfang an klar war, dass wir keinen Strom da haben, haben natürlich auch eine Lösung für den Anfang gebraucht. Und genau, da musste ich eine kleine Anlage quasi mir selbst zusammenstellen. Ja, und wie ich die aufgebaut habe und genau welche Komponenten ich da genutzt habe, zeige ich euch später dann noch im Video. Ja, was konnte man damit betreiben? Also im Endeffekt, wir haben uns irgendwann später auch mal einen energieeffizienten Kühlschrank noch dazu geholt. Das ging auch noch ganz gut. Ansonsten, was war da immer dran gehangen? Computer, Router, so das übliche, Lichter. Handys mal laden oder so, also keine großen Sachen. Also wenn man jetzt irgendwie Heizgeräte oder sonst was anschließen würde, geht es mal kurzzeitig. Also wir mussten dann, ich weiß noch immer so warten, bis 11 Uhr, bis die Sonne gut geschienen hat, dann konnten wir auch mal den Toaster anmachen. Also es ist jetzt nichts für Riesensprünge, aber es war der Strom für unseren Anfang. Dafür war es gut und dafür waren wir echt happy, wo es gestanden war. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was da alles dabei war, wie quasi die Anlage ausgesehen hat und die Komponenten zeige ich euch am Schluss vom Video. Bei meiner improvisierten Gestänge hier bin ich natürlich ziemlich limitiert mit den Fixierungsmöglichkeiten, mit meinen tollen Kabelbindern. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier einfach in die Rahmen mal noch so ein bisschen ein paar Löcher bohren. Mit immer schönen Hölzchen von hinten dagegen, dass ich in die Solarpaneele reinbohre. Das wäre nicht so geil. Ja, und dann gucken wir mal weiter. So, also ich bin gerade so gelaunt. Herrlich mit meinem Kaffee hier. Hab gerade Solar fertig gemacht. Hat jetzt 2, 3 Tage gedauert. Hier konnte ich aus den, da war noch so ein Vorzelt dabei bei unserem Wohnmobil. Da habe ich die Gestänge so ein bisschen missbraucht und was zusammengebastelt. Hält richtig gut jetzt. Da hinten ist alles dann verkabelt. Geht dann hier runter. Zu meinem geilen, was ist das hier? Ja, zu meinem geilen Kapuff, wo halt hier der Rest von dem Zeug drin ist. Können wir mal kurz reingucken. Hier kommt es quasi an die Kabel. Der regelt die Ladung von den 2 Batterien quasi, Laderegler. Jo, kommt Strom an und Batteriestatus fast voll. Hier, dann geht's. Batterien parallel geschalten, geht hier hoch, alles Eigenkonstruktion, ein bisschen hässlich, aber passt für jetzt. Und das Ding hier ist ein Spannungswandler, der wandelt dann die 12 Volt von den dicken Batterien halt quasi um in normalen Strom. Dann kann ich jetzt hier schon mal ein bisschen laden und der Rest geht dann hier vorne rein in Wohnwagen. Heißt also, wir haben jetzt Strom, was schon mal geil ist. Hier sind noch ein paar von den Gestängen, wie man sie vorhin gesehen hat in den Videos. Das waren die, was ich dafür hergenommen habe, um das Gestell quasi zu bauen. Für die Paneele, für die Solarpaneele, die habe ich hier. Das sind polykristalline und sind 3 Stück mit jeweils 130 Watt gewesen. Also wie gesagt, keine Luftsprünge, aber für uns okay gewesen. Ich zeige es euch mal von hinten. Genau, das ist dann der Anschluss. Die Kabel werden dann eben einfach so miteinander verbunden, von Modul zu Modul. Und dann
das Ladekabel quasi, was ich euch gleich zeige, zu dem Laderegler. Okay, kommen wir mal zu den anderen Komponenten. Hier ist einmal das Kabel, das ich genutzt habe. Das waren jetzt 10 Meter mit 6 mm Durchmesser, Querschnitt. Genau, und die Seite wird einfach an die Solarmodule angeschlossen. Und die andere Seite hier kommt dann hier unten an, am Laderegler. Das ist jetzt hier einer von Victron. Ich hatte am Anfang anderen, der ist leider kaputt gegangen durch, da ist Wasser hingekommen an die Anschlüsse und dadurch ist er durchgebrannt. War also eigentlich kein Fehler vom Ladegerät an sich. Ja, jetzt habe ich hier den von Victron, der ist schon ein gutes Stück teurer, eigentlich fast doppelt so teuer. Man hat aber 5 Jahre Garantie drauf und genau, der hat auch eine Bluetooth, wie man hier sieht, Funktion, kann über eine App quasi alles eingesehen werden, von Batteriestatus über was an Strom gerade reinkommt und irgendwie die letzten Tage, wann wie viel geladen wurde, also ist schon nicht schlecht. Kommt dann hier rein quasi im Endeffekt, was man noch beachten sollte beim Laderegler, wenn man jetzt einkauft, vielleicht ein MPPT, ein Maximum Powerpoint Tracking Regler, das heißt, der holt einfach das Maximale aus den Paneelen raus und lädt die Batterien einfach bestmöglich. Genau, dann geht es hier weiter zu meinen zwei Batterien, je 120 Amperestunden. Die beiden habe ich parallel geschalten. Ich mache mal kurz, ne, da von dem Dingern hier. Also parallel heißt im Endeffekt Minus wird mit Minus hier verbunden. Ich hoffe, man erkennt das jetzt so ein bisschen. Jetzt Minus auf Minus und Plus auf Plus. Und dann jeweils von einer Seite, einmal von dem Minus nach oben und einmal von einem Plus nach oben, kommen wir dann hier oben an bei meinem Wechselrichter. Wechselrichter ist quasi der, der das die 12 Volt umwandelt in den hausüblichen Strom, wie man es von daheim kennt, 230 Volt. Hier ist jetzt noch zu beachten, also zum einen hier 2000 Watt hat er Leistung, also man kann jetzt Geräte anschließen, die insgesamt 2000 Watt brauchen auf einmal, das packt er locker. Und wenn es mal kurzzeitig drüber geht, geht es auch bis 4000. Und also das muss man sich halt ausrechnen, was man dann halt hinhängt. Hier würde ich auch darauf achten, falls ihr einen Laptop, Fernseher, Feinelektronik, irgendwas da anschließen wollt, reine Sinuswelle zu benutzen. Sind ein bisschen teurer, aber da ist die Stromspannung einfach gleichbleibender. Und genau, also der ist einfach für die Geräte wichtig, dass die gleichmäßigen Strom bekommen, um nicht kaputt zu gehen. Und wenn ihr jetzt einfach nur irgendwelche Werkzeuge oder sonstiges damit betreiben wollt, dann ist es nicht wichtig, dann könnt ihr auch die günstigere nehmen. Genau, hier vorne wären dann quasi die Anschlüsse und ja, das war es eigentlich soweit. Das Ganze habe ich hier auf so eine Art Mini-Werkbank, die ich von daheim mitgenommen hatte, drauf gezimmert. Ein bisschen rumgebastelt, hat ganz gut geklappt soweit, ist zwar nicht schön, aber man konnte es gut aufstellen.